Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zaubererzunft zu Battle Mages. Ja, in der letzten Folge haben wir gelernt, dass wir nicht diesen Weg erstmal gehen sollten, weil hier das Monster ruht, was wir am Schluss besiegen sollen. Hier oben gibt es, glaube ich, nur eine Windmühle, die ist also irrelevant für uns. Hier ist ein Holzfällerlager. Also so wie es aussieht, kriegt das Dorf Holz und Nahrung von hier. Direkt da, wo die Elfen im Weg sind. Hier ist ein Biom, dem wir uns kümmern können. Der gibt ein paar Erfahrungspunkte. Mal sehen, ob da hinten noch was ist. Und ja, wir haben immer noch den grunzenden niederen Dämon bei uns. Was sich auch irgendwann ändern wird, wahrscheinlich. Das hier sieht mir nach irgendeinem versteckten Geheimnis aus. Aber nee, hier ist nichts. Und ja, ich erinnere mich noch an einige Sachen aus Battle Mages. Hauptsächlich an die Story und so. Es ist nämlich schon sehr lange her, da war ich noch. Ja, ein Kind nicht unbedingt, ein Teenager, ein Jugendlicher, wie man es nennen möchte. Und habe das Spiel eher auf die, ja, Kanonenkugelart gespielt, also einfach irgendwo mittendurch, ohne groß nachzudenken, alles und immer nur das Nötigste machen. Und habe eben. Anders als zum Beispiel in der allerersten Mission, wo ich wirklich dann alles abgegrast hatte, als ich Paladine hatte, habe ich einfach nur wirklich nur den Friedhof gemacht und gut war und habe dadurch viele Erfahrungspunkte auch eingebüßt. Ja. Die beiden will ich erstmal weiter. Auf jeden Fall die Führerschaft auf 10 wäre nicht schlecht. Dann könnte ich nämlich wenigstens noch meine Paladine upgraden und noch einen Trupp Schützen anheuern. Da ist wieder ein Bär. Den Sumpf können wir teilweise betreten diesmal. Ah ja, erstmal wollen wir uns nach den Bären hier umsehen. Gibt ja immer wieder irgendwie solche Bären auf dieser Ja. Map. Hier sind sogar zwei Stück.
Und dann können wir von hier aus in den Sumpf watscheln. So, das waren die beiden Bären hier. Ah, die Kamera lässt sich gerade schlecht einstellen an der Stelle. Ich muss ja auch zugeben, dass ich die Laufgeräusche ganz nett finde. So, da hinten ist auf jeden Fall der Friedhof und hier drüben könnte auch noch was sein. Und ja, mit Untoten werden wir es oft zu tun bekommen eigentlich in diesem Spiel. Auch wenn es auf Dauer trist werden könnte, einfach dadurch, dass unser Hauptgegner halt, wie man gesehen hat, Untote als Grundeinheiten benutzt. So. Zombies und kleine Skelette und das nicht so wenige. Okay, wir verlieren ein paar Paladine. Der Triumphhof wurde von Untoten gesäubert. Höchste Zeit für unsere Belohnung zur Stadt zurückzukehren. Habt vielen Dank. Wir kümmern uns von nun an darum. Seht nach, ob eure Nachbarn euch etwas Neues zu berichten haben. Geht nach Ost-Visux. Mhm. Wann haben die Angriffe angefangen? Also das ist nicht synchronisiert. Vor ein paar Tagen. Gut, dass unser Zauberer uns gewarnt hat. Sonst hätten uns die Elfen völlig unerwartet überrascht. Aber wir haben die Schurken bestraft. Ein Magier der Gilde war hier. Interessant. Vielen Dank für die Information. Ich werde nun meine Reise fortsetzen. So, Skelette. Ja, der Friedhof ist bereinigt. Das heißt, wir säubern hier noch den Sumpf von Skeletten und gucken, was da hinten ist. Naja, die Zombies sind wir ja jetzt losgeworden. Das sind jetzt kleine Skelette. Thank you.
ist hier hinten etwas. Ach, ihr habt einen Banner in eurer... Oh ja, das könnt ihr auch ausrüsten. Ach, aber hier scheint nichts zu sein. Hier auf dem Schlachtfeld scheint aber auch nichts rumzuliegen, oder? Ah, ich bin wieder zu weit von meinen Truppen entfernt. Ach, ich könnte jetzt Spion lernen. Würde ich aber nicht. Ich hätte gern lieber einmal mehr Bevölkerung. Aber nein, hier ist nichts, nicht mal ein Spawn dahinter halt oder so. Ach ja, falsche Taste. Sollte mal wieder ein Quicksave machen. Also ja, ich werde erstmal abbiegen und zu der Energiequelle da drüben gehen. Ich brauche noch 4800 Erfahrungspunkte. Und ja, ich könnte wirklich so krass gemein sein und einfach 11 töten gehen. Weil die würden auch immer wieder aus ihrer Stadt kommen. Also ja, ihr kommt den Hügel hier hoch. So, es ist nur noch 3300 Erfahrungspunkte, die ich brauche. Aber nee, ich werde mich jetzt nicht der Bestie nähern. Ich werde die Sachen hier erstmal ignorieren. Hier drüben gibt es übrigens auch ein Lager noch, was ich mir angucken könnte dann. Erstmal aber meine Truppen wieder aufnehmen und mit dem Städtchen reden. Ich will auf jeden Fall die hier noch zu Paladin machen als erstes und dann noch einen Trupp Fernkämpfer hätte ich gerne. Und ja, eigentlich hätte ich gerne statt dem Dämon oder statt einem der Magier noch einen Trupp Nahkämpfer. Irgendwie.